Willkommen zum Studio 47 Wochen Update. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. Mit der Wahl von Sarah Philipp, der Landtagsabgeordneten aus dem Duisburger Süden, zur Vorsitzenden der SPD in NRW, geht nicht nur ein weiteres politisches Amt in die Hände einer Duisburgerin über, sondern es setzt auch den beeindruckenden Trend fort. Nach einer Bundestagspräsidentin und einem Staatssekretär im Bundesinnenministerium stärkt Philipp als neue Parteivorsitzende ihre Heimatstadt Duisburg auf der politischen Bühne. 87,5% sind es am Ende, die Sarah Philipp zur Vorsitzenden der SPD in Nordrhein-Westfalen machen. Zusammen mit Achim Post bildet nun eine Duisburgerin die Doppelspitze der sozialdemokratischen Herzkammer Deutschlands. Für die zahlreichen Duisburger Delegierten eine gute Wahl. Ich freue mich jetzt erstmal, dass das erste Mal ist, dass eine Duisburgerin, eine Duisburger Sozialdemokratin in NRW die Landesvorsitzende ist. Da sind wir als Duisburger Sozialdemokraten auch sehr stolz drauf. Ich bin da stolz drauf. Das ist ein super Zeichen für Duisburg. Wir haben ja auch schon in früheren Zeiten Persönlichkeiten aus Duisburg in verantwortliche Positionen im Land bringen können. Mit der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas an der Spitze. Und es ist natürlich schön für uns und wir sind auch ein bisschen stolz auf unsere Sarah Philipp, dass sie jetzt, dass ihr zugetraut wird, dass sie die Geschicke der Landespartei auf 2027 hin super lenken kann. Und wir werden sie unterstützen, das ist auch richtig gut. Während die Nachfrage nach Wohnraum kontinuierlich steigt, hinkt das Angebot bedauerlicherweise hinterher. Beim jüngsten Verbandstag des VDW Rheinland-Westfalen wurde diskutiert, wie die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft aktuell dasteht und welche Wege in Zukunft eingeschlagen werden müssen. Von der Baukrise bis hin zur Wärmewende. Die enormen Herausforderungen in diesem Sektor stehen im Fokus. Steigende Mieten und zu wenig Neubau. Der Wohnungsmarkt steht aktuell unter Druck. Besonders in den großen Städten braucht es mehr bezahlbaren Wohnraum. Baukrise, gestiegene Zinsen und steigende Anforderungen an die Nachhaltigkeit sorgen allerdings dafür, dass Investitionen in Neubau und die Sanierung von Bestand ausbleiben. Die Lage der Wohnungswirtschaft mehr als angespannt. Wie die Transformation in Gesellschaft und Stadtentwicklung gemeistert werden kann, war das große Thema auf dem Verbandstag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen. In diesem Jahr in Duisburg, denn Duisburg befindet sich mitten in der Transformation. Damit sie gelingen kann, braucht es aber klare Leitplanken von der Politik. Es ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen so gut wie gar nicht mehr möglich, Neubau zu betreiben. Wir wissen, dass wir unseren Gebäudebestand bis 2045 CO2-neutral gestalten müssen. Wir wissen aber noch nicht, mit welchen Technologien. Wir haben unheimlich viele Dinge zu klären. Eins steht aber fest, die Wohnungswirtschaft alleine kann diese Dinge nicht bezahlen. Wir brauchen natürlich verlässliche politische Rahmenbedingungen, wir brauchen aber auch eine verlässliche Förderlandschaft. Die Herausforderungen des Arbeitsmarkteinstiegs sind gerade in Zeiten von Personalmangel und Fachkräfteknappheit besonders spürbar. Vor allem für Frauen, die neben ihren beruflichen Plänen auch Kinderbetreuung leisten, wird die Hürde noch höher. In einem engagierten Schritt haben die Agentur für Arbeit und das Jobcenter eine gemeinsame Messe organisiert, um aufzuzeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten es für Jobeinstieg und Ausbildung gibt. In der Schau ins Land Reisen Arena drängen sich die Besucherinnen der Jobmesse Goal von Stand zu Stand. Es ist einiges los. Welche Möglichkeiten es gibt, Familie, Arbeit und berufliche Qualifizierung miteinander zu vereinbaren, soll die Jobmesse Goal aufzeigen. Frauen haben traditionell immer noch, ja, zum größten Teil die Versorgung der Kinder, die Betreuung der Kinder. Sie sind ganz häufig die Erziehenden. Nicht nur die Alleinerziehenden, auch Frauen in Partner-BGs. Und damit sind sie zunächst einmal ja, etwas zeitlicher eingeschränkt, um zum Beispiel eine klassische Ausbildung zu machen oder eine klassische Qualifizierung zu machen. Und wir versuchen ihnen den Weg zu zeigen, wie die Kinderbetreuung, die Aufgabe in der Familie sich sehr wohl vereinbaren lässt. Mit dem eigenen Weg, der eigenen Entwicklung, über Qualifizierung, über eine Berufsausbildung, die eigentlich ja das beste Fundament und die beste Startposition für eine berufliche Entwicklung ist. Zum Schluss ein Blick in die brandneue Gastro- und Party-Location Bora im Dellviertel. Trotz noch ausstehender Arbeiten eine Woche vor der geplanten Eröffnung arbeitet die engagierte Crew unter Leitung von Inhaber Bora Erdogan mit Hochdruck daran, alles rechtzeitig fertigzustellen. Wir waren vor Ort und haben einen Blick auf die Baustelle geworfen.
Endspurt im Bora am Dellplatz. Noch eine Woche bis zur großen Eröffnung und es gibt noch viel zu tun. Hier im zukünftigen Barbereich sind die Möbel zwar schon da, aber so manche Herausforderung hat in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass nicht alles nach Plan lief. Natürlich packt Gastronom Bora Erdoğan da selbst mit an und gibt sich optimistisch. Wir haben jetzt noch eine Woche, Countdown läuft. Er wird sicherlich nicht alles fertig, aber zumindest die Räumlichkeiten, die der Gast erstmal primär sieht und die wir nutzen wollen auch, die Infrastruktur wird und muss stehen. Beleuchtungskonzept ist umgesetzt worden, Mobiliar ist da, Deckendekoration, Technik ist viel da. Da ist schon eine Menge passiert in der letzten Zeit. Es sind aber auch viele kleine Sachen, die immer wieder hinzukommen, die uns im Nachhinein einfallen, die wir vorher nicht eingeplant haben. Aber alle im Team sind eigentlich guter Dinge, dass wir das schaffen. Denn nächste Woche Freitag ist es schon soweit. Die Zeit rennt also. An der einen oder anderen Stelle ist das neue Konzept aber auch schon zu erkennen. Man darf also gespannt sein. Das war's vom Studio 47 Wochen Update. Viele weitere Themen, News und Geschichten gibt's auf unserer Website und natürlich in unserem TV-Programm. Täglich 24 Stunden aus der Region. Schönes Wochenende. Wir sehen uns.